Heute gibt's für euch die China Bella D vom Kellerfeuerwerk in Test. Sehen so aus wie immer vom Layout. Und die Verarbeitung ist halt auch so wie immer. Ja, aber auf dem Knall kommt es drauf an. Sage ich auch gefühlt immer bei den China Bella von Keller. Und viel Spaß jetzt beim Knalltest.